Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Ypos darf ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lunch-Update begrüßen. Strafzinsen für Sparer, ein Thema, was doch sehr stark durch die Presse ging. Ein kleineres Institut aus dem Genossenschaftssektor hat verkündet, dass man ab sofort Einlagen von Kunden, die das Volumen von 100.000 Euro übersteigen, mit einem Strafzins belegen wird. Das nennt man natürlich nicht Strafzins, sondern Verwahrgebühr. Ich denke, wir werden hier in der Zukunft noch die ein oder andere kreative Wortschöpfung zu sehen und zu hören bekommen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich klar machen, dass der Finanzsektor, konkret natürlich auch die Banken, unter einem sehr großen Druck stehen, ausgelöst durch diese extreme Niedrigzinsphase. Und ich möchte Ihnen kurz die Hintergründe erläutern und Ihnen auch mal darstellen, was gegebenenfalls für die Zukunft relevant sein könnte und wie Sie in der Zukunft solche Themen vernünftig einordnen können. Und abschließend natürlich auch noch die ein oder andere Handlungsalternative. Und das alles so, dass wir ja in rund 15 bis 20 Minuten fertig sind, sodass Sie alle noch entsprechend auch Ihr Mittagessen noch einnehmen können. Also wir steigen dann auch mal direkt hier ein und ich möchte mit einer einfachen Formel beginnen. Vermögen, das kann sehr groß sein. Für den einen sind 10.000 Euro ein Vermögen, für den anderen sind 10 Millionen ein Vermögen. Aber eine grundsätzliche Formel, die gilt doch für viele. Und zwar Vermögen ist Geld, je nachdem wie viel Sie davon haben, mal Zeit, wie lange kann es für mich arbeiten, zu welchem Zins kann es für mich arbeiten. Und davon muss ich abziehen, die Steuern, die Inflation und auch die Kosten. Und wenn wir uns hier die Themen mal anschauen, dann sehen wir klar, Geld, das können wir nicht beeinflussen, wie viel Sie da einbringen können oder nicht. Die Zeit können Sie als Anleger aber sehr wohl beeinflussen. Und da möchte ich Ihnen zeigen, warum diese jetzige Niedrigzinsphase mehr Entscheidungen bedarf als in der Vergangenheit. Den Zins, den werden wir Ihnen darstellen, der ist wahrhaftig implodiert. Anders kann man es gar nicht formulieren. Bei den Steuern hatten wir in den letzten Jahren auch Einschnitte zu Ungunsten der Anleger. Wir haben die Einführung der Abgeltungssteuer gesehen zum 01.01.2009. Diese reduziert den steuerfreien Zinseszinseffekt natürlich ganz massiv. Das drückt natürlich auf die Nachsteuerrenditen. Glücklicherweise die Inflation gemessen an den offiziellen Warenkörben, wie das Statistische Bundesamt das ja auch ermittelt, offiziell momentan eher niedrig. Und auf der Kostenseite muss man sagen, da sind die Kosten noch ein gutes Stück nach untergekommen. Anleger haben heute die Möglichkeit, bedeutend effizienter und kostengünstiger zu investieren. Und auch komplexere Strategien sind heute günstiger verfügbar, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Man muss einfach nur genauer hinschauen, wo und was man genau einkauft. Aber grundsätzlich das eine Stellschraube, die man natürlich auch nutzen kann. Also das, wie gesagt, die bekannte Formel. Und wenn wir uns jetzt mal direkt das Thema Zinsen dann auch anschauen, dann sehen Sie hier mal den Indikator für die Brot- und Butteranlagen der deutschen Finanzindustrie. Das ist die sogenannte Umlaufrendite. Und die Umlaufrendite gibt ganz vereinfacht gesprochen an, wie die durchschnittliche Rendite von festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Bonität in Deutschland ist. Und wenn Sie hier mal zurückschauen, dann auf die, ja, sagen wir mal, 70er Jahre, dann sehen Sie, okay, da hatten wir mal auch ein Zinsniveau dann von folgend, sogar in den 80ern, da waren wir bei Richtung 11%. Dann ging das Ganze immer ein Stück nach unten. Sie sehen schon, die nächsten Zinshochs sind immer niedriger als das, was wir vorher erlebt haben. Und jetzt in den vergangenen Jahren ausgelöst, wahrscheinlich natürlich auch durch die Europäische Zentralbank, und Mario Draghi, der sagte, whatever it takes, wir werden alles tun, um die Eurozone zu stabilisieren. Es macht überhaupt keinen Sinn, auf die Pleite von einzelnen Staaten zu wetten. Also ihr lieben Spekulanten, eure Taschen mögen tief sein, unsere sind tiefer. Wir können nicht nur die Zinsen auf Null setzen, wir können die Einlagenzins für die Banken auf Null setzen und wir können noch dazu am Kapitalmarkt intervenieren, können Staatsanleihen und Unternehmensanleihen kaufen, um nicht nur den kurzfristigen Zins am Geldmarkt zu reduzieren, sondern auch die langfristigen Renditen am Kapitalmarkt nach unten zu drücken. Und das Ergebnis sehen Sie hier, minus 0,23%. Das ist wirklich ein durchaus dramatischer Wert. Also soweit eben auch hier die Entwicklung. Und damit Sie das nochmal im Kontext auch sehen, habe ich Ihnen Zinsstrukturkurven mitgebracht. Und diese Zinsstrukturkurven zeigen Ihnen jeweils, vereinfacht gesprochen, wenn Sie hier unten mal schauen, Sie haben eine Bundesanleihe gekauft mit einer gewissen Laufzeit und dann sehen Sie hier, welche Rendite hat man realisiert. Und das sehen Sie dargestellt in schwarz. Das war die Situation vor 20 Jahren, da sind wir hier. In grün, das war die Situation vor 10 Jahren und in rot die Situation eben heute. Und Sie sehen, vor 20 Jahren haben Sie noch für eine 10-jährige deutsche Staatsanleihe eine Rendite bekommen von 6%.
Sie haben die Anleihe gehalten bis zur Fälligkeit, haben gesagt, okay, ich kaufe eine neue Anleihe. Dann haben sie gesehen, oh, jetzt gibt es keine 6% mehr, sondern ich liege schon unter 4%. Und dann haben sie die Anlage wieder 10 Jahre gehalten und dann sind sie in der Gegenwart angekommen und dann bekommen sie gesagt, okay, sie bekommen keine 3,8% mehr, sondern die Rendite liegt bei minus 0,2%. Wir erwarten also quasi einen Strafzins. Und das ist natürlich dramatisch, weil auch die Finanzindustrie oder nehmen wir mal die Banken haben natürlich davon gelebt, dass sie das Geld des Anlegers nehmen. Ihre Einlagen werden genommen, werden gebündelt, werden unter anderem auch am Kapitalmarkt angelegt, eine sogenannte Losgrößen- und Fristentransformation, wie das im Handbuch des Bankers heißt. Man hat eine gewisse Marge generiert. Und eben auch aus dieser Zinsdifferenz hat man sich eben auch selbst bedient und den Rest dem Sparer respektive dem Anleger gutgeschrieben. Das war eine feine Sache, weil jeder hat entsprechend verdient. Man konnte auch als Bank andere Dienstleistungen quersubventionieren. Man konnte ein kostenloses Girokonto einführen. Man konnte Beratungsleistungen offensichtlich oder vermeintlich, muss man eher sagen, kostenfrei anbieten, weil man eben über die Zinsmarge Geld verdient hat. Also man hat einfach damit Geld verdient, dass Geld auf dem Konto liegt und das hat man entweder in Form von Krediten ausgeliehen, dann hat man eben da eine entsprechende Marge generiert oder man hat das am Kapitalmarkt angelegt und hat dort eine Marge extrahiert und auch nach Marge der Bank war das immer noch auskömmlich genug, dass der Sparer soweit zufrieden war. Das war die Situation und wenn Sie sich die Entwicklung hier anschauen in den vergangenen 20 Jahren, wird glaube ich offensichtlich, dass das alles nicht mehr funktioniert und zudem kommt auch noch, wenn wir mal eine Situation von vor 20 Jahren tragen, für die Spezialisten unter Ihnen, je steiler diese Zinsstrukturkurve, desto größer ist natürlich auch die Marge, die man zwischen kurzfristigen Einlagenzinsen und langfristigen Kredit respektive Kapitalmarktzinsen vereinnahmen kann. Und wenn Sie sich jetzt mal diese minimale Steigung der Kurve anschauen, muss man sagen, ja, da gibt es eigentlich überhaupt nichts mehr zu verdienen. Und das ist die Situation, warum wir davon ausgehen, dass wir im Bankensektor auf der einen Seite die Einführung von neuen Gebühren haben werden, weil eben die Quersubventionierung mit Zinsen nicht mehr funktioniert. Zudem wird man auch bestehende Dienstleistungen anders bepreisen müssen, weil das, was früher vermeintlich kostenfrei war oder kostenfrei angeboten wurde, das wurde eben über die sogenannte Zinsmarge querfinanziert. Das funktioniert heute nicht mehr in diesem Maße. Also können wir uns darauf einstellen, wo keine Zinsen am Kapitalmarkt für die Bank zu verdienen sind, dort können Sie auch als Sparer keine Zinsen auf Ihre Einlagen erwarten. Und noch weiter gesprochen, da hier auf absehbare Zeit keine großen Erträge für die Banken zu erwarten sind, wird man trotz aller Kostensenkung und Personaleinsparungen natürlich dahin kommen müssen, dass man das Geld woanders verdienen wird und das werden natürlich entsprechend hier Gebühren, respektive Beratungshonorare oder ähnliches sein müssen. Also, historisch war es für alle Beteiligten eine angenehme Sache. Was ich jetzt ergänzt habe, ist nochmal in der Betrachtung auch das Thema Inflation. Für Sie als Sparer ist ja letztendlich nicht wichtig, wie viel Zinsen Sie bekommen, sondern für Sie ist die Frage, ich verzichte heute auf Konsum, lege mein Geld zur Bank, ich habe ein Festgeld oder ähnliches, ich will das Geld ja irgendwann wieder verwenden. Das Geld hat ja keinen Selbstzweck, sondern ist ja am Ende des Tages ein Speicher von Kaufkraft. Also ist auch relevant, nicht nur, wie hoch ist der Zins, den ich auf mein Kapital realisiere, sondern wie hoch ist auch die Inflation, die diesen Zins wiederum reduziert. Und Sie sehen hier mal dargestellt, jeweils die Renditen einer 10-jährigen und einer 2-jährigen Bundesanleihe reduziert um die jeweilige offizielle Inflationsrate in Deutschland im jeweiligen Kalenderjahr. Und Sie stellen fest, wir haben hier unten die Nulllinie und wir haben in vielen Jahren, sehen wir selbst mit 2-jährigen deutschen Staatsanleihen, also ohne große Laufzeiten, haben wir hier eine ordentliche Differenz. Also wir haben eine ordentliche positive reale Rendite. Ja. Das sehen Sie auch hier, das sehen Sie in vielen Phasen. Wir waren es einfach gewohnt, mit Einlagen risikolos Geld verdienen zu können. Es gibt einen Einlagensicherungsfonds der unterschiedlichen Bankensysteme und dementsprechend war man hier eben so aufgestellt, dass man sehr verwöhnt war. Und jetzt sehen Sie hier, ja, das Thema ist einfach wohl auf absehbare Zeit beendet. Und das trifft natürlich zum einen Sie, weil auch wenn Ihr Geld auf der Bank erstmal nicht weniger wird, Sie realisieren natürlich auch keinen Zinsertrag. Das heißt, das Fehlen der Inflation wäre eigentlich positiv für einen Sparer, aber naja, wenn Sie auch keinen Ertrag realisieren, dann ist es am Ende des Tages ein Nullsummenspiel. Deswegen, fürs Finanzsystem wäre es besser, wir hätten 4% Inflation und 4% Zins. Dann würde das Finanzsystem nominal gesehen gut funktionieren. Das Problem wäre verlagert auf den Sparer in Sachen Kaufkraft. Momentan ist es so,
Der Sparer hat auch keinen oder sogar einen negativen Realzins, aber da auch der Nominalzins bei Null ist und diese flache Zinsstrukturkurve, die führen in der Kombination dazu, dass das Finanzsystem an allen Ecken und Enden ächzt. Und wenn man sich das anschaut und schaut sich leider Gottes das volkswirtschaftliche Umfeld an, wir haben mittlerweile das Thema natürlich, dass wir älter werden, demografische Entwicklung, Themen wie auch Babyboomer-Generation, die in den Ruhestand geht. Wir haben das Thema technologischer und digitaler Fortschritt, was eher auch nur geringere Kapitalinvestitionen notwendig macht. Und wenn Sie weniger Kapital brauchen, dann ist die Nachfrage nach Kapital geringer. Und wenn die Nachfrage geringer ist, dann ist der Preis niedriger. Wir sind uns natürlich alle klar, oder wir sind uns alle darüber, glaube ich, einig, dass zu niedrige Zinsen zu Problemen führen. Allein die Volkswirtschaftslehre schreibt ja auf den ersten Seiten jedes Volkswirtschaftslehrbuches, der wichtigste Preis der Volkswirtschaftslehre oder der Volkswirtschaft ist der Zins. Der Zins ist der Preis des Geldes und ist dieser Zins zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital, weil man einfach bei niedrigen Zinsen Investitionen tätigt, die man sonst nicht tun würde. Und das sehen Sie durch alle Bereiche und umso stärker, je zinsnäher etwas ist, momentan ja auch ausgedrückt im Immobilienmarkt in Deutschland. Das heißt aber auch für Sie als Anleger, in der Vergangenheit war die Entscheidung zwischen Rücklage, wo Sie sagen, okay, ich will mein Geld einfach nur parken, mir kommt es nicht auf einen Zins oder eine Rendite an, sondern auf die jederzeitige Verfügbarkeit. Und zwischen der Kapitalanlage auf der anderen Seite, wo Sie sagen, okay, ich lege mein Geld für einen längeren Horizont weg, ich bin bereit, Schwankungsrisiken zu akzeptieren, um damit langfristig einen höheren realen Ertrag nach Steuern und Inflation zu erzielen können. Die ist umso heute umso wichtiger, weil sie eben nicht mehr diese Verzinsung, die sie früher hier, sorry, die sie hier früher bekommen haben auf die Rücklagen, die haben wir einfach eben nicht mehr. Und deswegen ist diese Entscheidung ist natürlich wirklich elementar. Das heißt, sie müssen sich wirklich aktiver damit auseinandersetzen, was ist Rücklage im Sinne von einem Liquiditätspuffer für verschiedene Themen, die in ihrem Leben anstehen und was ist wirklich Kapitalanlage, wo wir darüber sprechen können, für welchen Zeitraum kann ich Geld anlegen. Wo lege ich Geld auf 5 Jahre an? Wo lege ich Geld auf 10 Jahre an? Wo habe ich sehr langfristige Sparprozesse, vielleicht über 25 oder 30 Jahre, weil ich vielleicht an meine eigene Altersvorsorge denke, weil es Gelder sind, die irgendwann mal meinen Kindern im Rahmen der Erbfolge zukommen lassen. Da kann man auch über das Thema mal generationenübergreifende Vermögensstrukturierung sprechen. Aber ich möchte Sie dafür sensibilisieren, dass diese Entscheidung heute sehr, sehr viel wichtiger ist als früher, weil Sie eben in der Rücklage nichts mehr verdienen. Das sehen Sie heute nicht auf dem Konto, weil Ihr Geld wird erstmal nicht weniger, aber trotzdem haben Sie natürlich real langfristig keine Vermögensmehrung. Und das trifft natürlich sämtliche Formen an Sparprozessen und dementsprechend ein ganz, ganz wichtiges Thema, diese Unterscheidung hier. Jetzt könnte man einfach sagen, na gut, investiere ich halt im US-Dollar, die Zinsen in den USA sind zwar auch niedrig, aber nicht so niedrig wie bei uns und das auch nur mal verkürzt dargestellt. Die Rendite einer zweijährigen US-Staatsanleihe liegt bei 0,7%, also positiv. Die einer deutschen Zweijährigen liegt bei minus 0,6, also spiegelbildlich, nur dass sich das Vorzeichen hier ändert. Aber wenn Sie als Euroanleger sagen, naja, ich will ja das Währungsrisiko einer Wertveränderung zwischen Euro-Dollar-Wechselkurs nicht tragen, dann müssen Sie dieses Währungsrisiko, was natürlich auch eine Währungschance sein kann, absichern. Und diese Absicherung hat natürlich Kosten, wie alles im Leben irgendwelche Kosten aufweist. Und wenn Sie das dann mal betrachten, dann sehen Sie es hier mal ganz genau, dann fällt Ihnen eben die Rendite dieser amerikanischen Staatsanleihen nach Währungsabsicherung sogar unter die Rendite der zweijährigen Deutschlandanleihe hier in Blau. Das heißt, wenn man sich in den USA engagiert am Anleihenmarkt, muss man auch längere Laufzeiten wählen, man muss gegebenenfalls auch von der leicht unterschiedliche höheren Renditeerwartungen bei Unternehmensanleihen profitieren, um auch nach Kosten der Währungsabsicherung noch positiv dazustehen. Deswegen, Investitionen in fremde Währungen macht unseres Erachtens immer Sinn, sein Vermögen global zu verteilen, andere Schuldner, andere Länder, andere Rechtsräume, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass hier ein Währungsrisiko besteht und man muss sich aktiv damit beschäftigen, ob und in welcher Weise man dieses Währungsrisiko tragen möchte. Als zusätzliche Renditerisikoquelle. Da gibt es keine Verallgemeinerung. Das muss man im Einzelfall betrachten. Aber der Rentenmarkt global bietet Ihnen heute ein extrem großes Spektrum. Und insgesamt muss man auch festhalten, die Anlagemöglichkeiten zwischen einem Konto und einer Aktie, die sind sehr, sehr groß. Sie haben zwischendurch sehr, sehr viele Varianten von verschiedenen Segmenten im Anleihemarkt mit unterschiedlichen Chance-Risikoprofilen, die man heutzutage sehr effizient abbilden kann und auch mit einer Risikostreuung, die man vor 15 Jahren für private Anleger noch nicht hätte darstellen können in dieser Form. Was möchte ich Ihnen noch zeigen, wenn Sie sagen, okay, ich möchte mich ein bisschen länger hier auch am
Markt entsprechend engagieren? Wie kann denn so eine zeitgemäße Variante aussehen, wenn ich mich am globalen Kapitalmarkt engagiere? Wir haben hierzu damals mal eine strategische Vermögensverwaltung aufgesetzt, die sich am Grundkonzept des norwegischen Öl- und Staatsfonds orientiert. Und hier sind eben rund 65% Aktien enthalten, global verteilt, diversifiziert auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, und 35% sind im Anleihenbereich, zum einen kurzlaufende Anleihen, die wiederum das Wertschwankungspotenzial ein bisschen reduzieren, aber auch Anleihen, die zum Beispiel davon profitieren, wenn die Inflation steigt. Das sind sogenannte inflationsgebundene Anleihen. Also auch im Anleihensegment gibt es Papiere, die nicht unter Inflation leiden, sondern von Inflation eben auch hier profitieren. Das haben wir Ihnen zusammengefasst mit dem Bankhaus Metzler als Depotbank in zwei Varianten. Einmal mit 65% und Aktienquote und 35% Anleihen und einmal mit 40% Aktien und 60% Anleihen in Abhängigkeit der Risikopräferenz. Das kann zum Beispiel ein Thema sein, um global in den Kapitalmarkt zu investieren, wenn man sagt, okay, ich möchte gar nicht zu sehr in den Prozess gehen, ich suche einfach eine zeitgemäße Möglichkeit, Vermögen global zu diversifizieren, und um ihrer persönlichen Rendite-Risikoneigung Rechnung zu tragen, würde man dann eben wählen, welche Aktienquote hier besser passt. Hier nochmal abschließend unser Leistungsspektrum, respektive das Leistungsspektrum auch des Partners von uns, der Sie zu dieser heutigen Online-Konferenz eingeladen hat. An dieser Stelle würde ich dann auch den offiziellen Teil beenden, damit wir in der Zeit bleiben von der knapp 15 Minuten. Bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit, aber Sie haben jetzt natürlich im Nachgang noch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Ich würde lediglich den offiziellen Teil jetzt beenden und bedanke mich schon bei allen, die jetzt direkt zum Mittagessen gehen. Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende, bis bald, auf Wiedersehen.